Hi zusammen, willkommen bei Camp for Happiness. Freut mich, dass ihr wieder zuschaut. Ich bin der Patrick und heute machen wir gemeinsam einen 2-Tages-Winterausflug nach Österreich ins Brandnertal mit einer Übernachtung. Ich zeige euch, was wir für unseren Schnee- und Wintertrip alles an Equipment mit dabei haben. Unter anderem müssen auch noch die Skier untergebracht werden. Anschließend zeige ich euch, wo wir übernachten und dann gibt es natürlich auch noch weitere Impressionen von unserer Reise. Also bleibt dran, viel Spaß dabei. Eine treue Zuschauerin, hallo Gabi übrigens, sie hat schon mehrmals gefragt, ob ich denn nicht mal ein Video machen kann, wenn wir im Winter bei Schnee unterwegs sind. Gerne, kein Problem, das ist jetzt kein klassisches Wintercamping über mehrere Tage, sondern ein 2-Tages-Ausflug ins Skigebiet mit einer Übernachtung. Nun geht's aber zurück in die Vergangenheit und ich zeige euch, was wir überhaupt an Equipment mitgenommen haben. Unsere Küche ist ja generell immer mit dem Wichtigsten bestückt. Das habe ich ja in einem Video mal im Detail vorgestellt. Da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Ansonsten, ja, hier sind einfach die üblichen Küchenutensilien drin und auch sonst immer noch ein bisschen Gasvorrat. Sowie auch Notfallnahrung ist jetzt kein kulinarisches Highlight, aber ja, wie gesagt, für den Notfall. Ein Großteil vom Equipment kommt hier in den Zwischenraum zwischen der Heckküche und unserer Dreiersitzbank. Dann gehen wir das Ganze jetzt mal durch. Wir haben hier mit dabei unseren Vorzeltteppich, dann hier unsere Bivilu Notfalltoilette. Ein Rucksack ist immer mit am Start. Hier unsere Bullybar für die Brotzeit. Unsere Auffahrkeile sind permanent mit dabei. Und ja, werden wir sehen, ob wir die diesmal brauchen oder nicht. Aber sie dabei zu haben, halte ich für sehr sinnvoll. Und dann haben wir hier noch die ganzen Schlafutensilien, die Schlafsäcke für die Erwachsenen in der Fleece-Variante sowie die Schlafsäcke für die Kinder. Und dann noch unsere Camping-Reisekissen. Hier noch ein kleiner Beistelltisch bzw. Kindertisch. Und nicht zu vergessen die Mütze für das Aufstelldach, unser Thermocover. Ja, nachts wird es ja mittlerweile ziemlich kalt und da verrichtet das hier einen wirklich guten Job. Bzw. im Winter machen wir es generell immer mit Überzieher. Ja, und Vorzelt bzw. Heckzelt haben wir diesmal keins dabei. Und ich denke, das bekommen wir bei einer Übernachtung auch ohnehin. Die Kleidung haben wir in unseren Packtaschen untergebracht. Das war kein Problem. Für 2 Tage braucht man ja nicht so viel. Ja, voll sind sie aber trotzdem, da die Winterklamotten ja bekanntlich etwas dicker sind und mehr Platz wegnehmen, vor allem dann bei 4 Personen. Die Skistiefel sind in dieser Plastikbox untergebracht. Das heißt, die können dann ja da auch wieder rein, wenn sie dann noch etwas nass sind. Und fixiert habe ich die Box hier mit Spannseilen hinter dem Fahrersitz. Aktuell reicht uns der Platz aus und wir transportieren die Skier auch im Innenraum. Die Kinderskier sind ja aktuell noch in der Größe gut handelbar. Die kommen jetzt alle auch dort in den Zwischenraum. Alternativ könnte man die Schubladen hier rausnehmen und dann die Skier entsprechend dort durchladen. Ich mache das gerne mal. Ja, und geplant ist, dass wir die Skier künftig auf dem Dach transportieren. Sobald ich da ein gutes System habe, lasse ich es euch wissen bzw. stelle es euch vor. Die Faltbox mit den Skihelmen, die wandert ebenfalls noch in den Zwischenraum, aber dann ist da ziemlich voll. Der Plan ist wie folgt, wir fahren jetzt nach Österreich ins Brandnertal, direkt ins Skigebiet, dann steht ein halber Tag Skifahren an und anschließend wollen wir auf einem kleinen Bauernhof-Campingplatz hier im Bulli übernachten.
Und da bin ich auch schon sehr gespannt, wie das mit den Kids wird, denn es handelt sich nämlich um die Silvesternacht. Am zweiten Tag geht es dann wieder ins Skigebiet, also los geht's! Hier sind wir noch auf der Autobahn, aber die Berge sind bereits in Sichtweite. Das Wetter passt auch, ich freue mich schon richtig. Die letzte Ausfahrt ist genommen und jetzt geht's erst einmal einige Höhenmeter nach oben. Auf den Gipfeln lässt sich auch schon der erste Schnee entdecken. Leider ist in den niedrigen Lagen aber weit und breit kein Schnee zu sehen. So langsam aber sicher nähern wir uns dem Ziel. Hier gibt es auch schon den ersten Schnee zu bewundern. Wir sind jetzt am Bürselberg angekommen und auf knapp 1200 Meter Höhe suchen wir uns jetzt einen Parkplatz und dann geht's ab auf die Piste. Die Sonne strahlt und die Pisten sind gut präpariert. Direkt hier gibt es auch einen Kinderübungslift sowie eine große Hütte bzw. ein Restaurant zur Einkehr. Heute halten wir uns erst einmal im unteren Bereich auf, um die Kinder nicht gleich zu überfordern. 4 Stunden auf den Skiern reichen für heute. Jetzt geht's wieder ins Tal zu einem Bauernhof, wo wir dann übernachten werden. Auch das zeige ich euch jetzt die ungeschönte Wahrheit. Nachdem vorher noch alles schön verstaut war, haben wir jetzt einfach alles in den Innenraum geworfen. Kein Bock, das Ganze wieder schön zu verstauen. Aber ins Tal sind es nur ein paar Minuten und dann kommt das ganze Zeugs ja wieder raus. So, da wären wir. Der Auhof Camping in Bürs. Ein Bauernhof mit ein paar Stellplätzen für Camper. Wir sind jetzt circa 10 Minuten gefahren. Also von hier gelangt man ruckzuck in die umliegenden Skigebiete. Der landwirtschaftliche Betrieb bietet neben den Stellplätzen Reitunterricht, Reittherapie und Pferdezucht sowie auch hofeigene Produkte an. Der Auhof befindet sich etwas abgelegen im kleinen Örtchen Bürs und eine Landstraße befindet sich in der Nähe. Ab und zu hört man den Lärm, aber nachts hat das den Schlaf nicht beeinträchtigt, also alles gut soweit. Der Campingplatz ist das ganze Jahr über geöffnet und insgesamt gibt es ca. 50 Stellplätze. Einige Plätze waren aber auch durch Dauercamper belegt. Wie ihr wisst, haben wir unseren Landstromanschluss über den Motorraum. Ich stöpsel jetzt erst einmal an, denn dann saugt die Standheizung nichts von der Zweitbatterie weg. Die Standheizung darf jetzt nämlich ruhig etwas arbeiten. Es hat knapp unter 0 Grad und das merkt man deutlich. Da war es auf der Skipiste in der Sonne viel wärmer. Auch für nachts sind Minusgrade angesagt, deshalb gibt es für den Bulli jetzt erstmal was auf die Mütze. Auffahrkeile brauchen wir keine, der California steht topfeben und auf einen Teppich vor der Schiebetür verzichten wir auch. Der Boden ist gefroren, also ziemlich hart. Da schleppen wir also keinen Matsch oder Dreck mit rein. Wir haben uns einen Stellplatz direkt am Sanitärgebäude ausgesucht. Also das, was ihr hier im Hintergrund seht, ist das Waschhaus. Nebendran befindet sich ein kleiner Aufenthaltsraum mit Kiosk und der Anmeldung. Wie immer dient unser Fahrersitz als Stauplatz, also der Sitz wird auch nicht gedreht. Da wird alles hingepackt und getürmt, was wir nicht brauchen, unter anderem auch die Kindersitze. Man hat vom Stellplatz einen Blick auf die umliegende Bergwelt. Dann schauen wir uns jetzt noch kurz die Sanitäranlagen an. Ich befinde mich hier im Herrenbereich. Es gibt Waschbecken, Pissoirs, Toiletten sowie abschließbare Einzelduschen. Das hier ist kein Wellness-Tempel, aber es war alles sauber und funktionsfähig. Zudem passt der Style hier zum restlichen Bauernhof-Ambiente. Es gibt nichts zu beanstanden, für eine Nacht bzw. ein paar Tage alles völlig okay. Direkt daneben gibt es noch einen kleinen Spülraum mit Waschmaschine. Zudem ist hier ordentlich eingeheizt, sodass man hier nasse Sachen auf den Wäscheleinen im Eck aufhängen kann. Eine Kinderschaukel und ein kleines Klettergerüst ist auf dem Gelände auch vorhanden, sowie natürlich eine Müllentsorgung. Da es sich um einen Bauernhof handelt, bekommt man natürlich auch Einblicke in das Bauernhofleben. Und man kann auch zu den Tieren hin und in die Ställe hinein. Das hat unseren Kindern gefallen. Das war zwischendurch eine willkommene Abwechslung. Nebendran ist noch ein weiterer Hof, der Guscha-Hof.
Dort gibt es auch einen kleinen, tollen Hofladen mit eigenen Produkten. Und hier steht Gastfreundlichkeit an erster Stelle. Und so wurden wir kurzerhand abends am Feuer zu Punsch, Glühmost, Raclette und Seitenwürste eingeladen. So, der erste Skitag ist zu Ende. Wie ihr gesehen habt, das Wetter war grandios. Schnee hätte es ja gerne ein bisschen mehr haben dürfen, aber es war trotzdem weiß. Die Kids, die liegen jetzt schon oben im Dachbett und ziehen sich noch was auf dem iPad rein. Ja, man hört es auch. Muss wohl witzig sein. Ja, bei uns wird es vielleicht auch noch witzig hier unten. Wir genehmigen uns noch ein Bierchen und dann geht es aber auch schon relativ schnell in die Haia und dann morgen wieder auf die Piste. Also dann gute Nacht und Cheers. Guten Morgen, es ist kurz vor 8 Uhr und jetzt wird erstmal Kaffee gekocht. Die Nacht war angenehm, Standheizung in Verbindung mit Thermocover, ja, haben für kuschelig warme Temperaturen gesorgt. Durch die Silvesterkracher war es eine Zeit lang ziemlich laut, aber ja, das ist nun mal so an Silvester. Aber die Kinder haben nichts mitbekommen, die waren so platt, dass sie durchgeschlafen haben. Die Skier haben natürlich draußen vor dem Bulli übernachtet, falls ihr euch fragt, wo wir diese hingeräumt hatten. Wir packen nun zusammen und dann wollen wir gegen 9 Uhr wieder im Skigebiet sein. Jetzt gibt es parallel noch ein paar Impressionen vom zweiten Skitag, aber auch dieser Tag geht dann bald dem Ende entgegen. Wir stärken uns später noch etwas auf dem Parkplatz bei der Bergbahn, bevor wir dann abends die Heimfahrt antreten. Das Ganze hier schreit definitiv nach einer Wiederholung. Wir haben tolle 2 Tage verbracht und die Zeit in den Bergen genießen können. Auch wenn das Skifahren mit den Kindern durchaus anstrengend sein kann. Aber das wussten wir ja davor. Aber zur Beruhigung ein Bierchen zwischendurch, also für mich, nicht für die Kinder, dann geht das alles schon. Wenn ihr Fragen habt, so schreibt mir das doch unten in die Kommentare. Gerne auch, ob ihr den winterlichen Ausflug genießen konntet. Wenn euch das Video gefallen hat, so freue ich mich über einen Daumen nach oben. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, so dürft ihr das jetzt sehr, sehr gerne nachholen. Klickt einfach hier unten auf den roten Abonnieren-Button hier bei YouTube und auf die Glocke daneben. So verpasst ihr in Zukunft kein neues Video hier bei Camp for Happiness. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Patrick. Ciao, ciao.